Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Der Coming Place. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Beim letzten Mal haben wir den wunderschönen, tollen Hammer uns angeeignet, den guten alten Stahlhammer. Jetzt mache ich wieder hier Unsinn, indem ich aus Versehen den Stick benutze, obwohl ich nur den Ton ein minimal leiser drehen wollte für mich. Ich wollte nur sicher gehen, dass hier nichts ist, deswegen bin ich runtergesprungen und siehe da, ich lebe noch und gefunden habe ich nichts. Das ist okay so. Ich meine, hätte ja sein können, dass hier irgendwo noch eine Skulptura wieder irgendwie rumgurkt. Oder halt auch nicht, weil ich. Wo springt man? Scheiter? Mit der Macht des Stahlhammers können wir jetzt mit ein paar Objekten, upsa, anders verfahren. Mit dem Ding zum Beispiel, ne? Einfach weghauen. Damit hat sich das dann. Das war nicht rechtzeitig in die richtige Richtung sich gedreht. Ja. Also ein Ding, was ich damals, wie heute, immer noch eigentlich ziemlich cool finde. Dass die Plattform da sich langsam nach unten begibt. Hat mich doch richtig erinnert. Gut, dass ich mich. Sagen wir mal, zumindest früh genug gefangen habe, bevor ich zu weit nach unten gegangen bin. Wir brauchen nämlich tatsächlich Kisten. Nee, nix. Das ist okay. Ist halt doof, wenn man nichts mehr sieht. Ey, das? Erstaunlicherweise ist die Antwort darauf nein. Das hält nicht. Da. Jetzt aber. Viel besser. Wunderschön. Dass wir überhaupt nochmal in die, ich sag mal, Verlegenheit kommen, dass wir sowas als Rätsel haben, ne? Schon witzig. So. Also zum einen kommen wir jetzt hier rein, was ganz gut ist. Zum anderen. Erstaunlich, dass es dafür keine Cutscene gibt, ne? Aber zum anderen können wir da unten das Rätsel schon mal vorbereiten. Sprich, da wird jetzt die beziehungsweise der Plattform. Der Pfeiler wird sich in den Boden rammen und wir haben Zugriff auf den Raum von Darunia. Problem ist natürlich, wir haben immer noch keinen Masterschlüssel. Also so schön das auch ist, wir sind noch nicht fertig damit. Upsa. Du hast mich gerettet, dafür vertraue ich dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goronen kannst du auch dieses Problem lösen. Was bringt uns dieser Dungeon bei? Löst eure Probleme mit roher Gewalt. Es funktioniert. Ja, also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Wenn es denn funktioniert, werde ich mich nicht beschweren. Meistens jedenfalls nicht. Interessant, dass der Schalter verrostet ist, aber nicht verrostet genug, um unten zu bleiben.
Kerl. Nee, waren wir auch noch nicht drin. Lass mich raten, du bist mein Freund, der Kompass. Die beiden. Was soll er jetzt auch sonst sein, ne? Zugegeben. Wir haben alles. Karte, jetzt den Kompass. Kompass. Das ist der Raum, wo der Stahlhammer war. Merkwürdig. Das ist Eingangshalle. Ich muss jetzt nochmal in den Stahlhammerraum. Das finde ich jetzt aber nicht so dürfte. Aber naja, gut. Wir müssen eh nochmal in den Dungeon hier rein, theoretisch. Das war nicht das, was ich ausprobieren wollte, sondern das hier. Wie uninteressant, es macht einfach nichts. Na gut. Lass mal ausprobieren. Ich hab's schon mal hier und da erwähnt, ne? Aber ich hasse. Fallen in Videospielen. Ich weiß nicht, was das in meinem Körper auslöst, aber. Also ein großer Teil davon ist definitiv irgendwie sowas wie Ekel. Oder zumindest Unwohlsein. Fallen aus einer großen Höhe ist nicht unbedingt mein Träumchen. Aber ich habe, also, ne, ich persönlich habe nicht mal Höhenangst. Das ist einfach nur, ich mag dieses... Weiß nicht, die Vorstellung davon nicht, nehme ich an. Yeah. Ah. Damit kann man arbeiten, war in Ordnung. Ja, mehr Magie brauchen wir nicht. Wir haben ja nicht mal sonderlich viel Magie. Davon mal ab. Ah nein. Genau das wollte ich nicht, aber ich wollte gerade mal ausprobieren, ob mein Hammer funktionieren würde. Yay. Naja, habe ich es auch mal demonstriert. Wunderschön. Nicht unbedingt das, was ich machen wollte, aber... Flip. Jetzt wisst ihr jetzt auch, dass das zum einen passieren kann, zum anderen keine gute Sache ist. Also, tut das nichts. Ist es nicht, das Corona-Artefakt würde total gut funktionieren? Ey, ich weiß ja nicht. Naja. Ist eben ein bisschen, wie soll ich sagen, langweilig. Lass uns zweimal denselben Knilch hier vorsetzen. Wow. Okay. Ich meine, ja, den Sprunghieb muss man aus der richtigen Entfernung einsetzen, ist klar. Wenn man sonst daneben hauen wird, ist klar.
War es, also sah trotzdem nicht gut aus. Ist auch klar. Wow. Bomben. Cool. Ich meine, keine Ahnung, was sie sonst da reinpacken sollen, außer Bomben, aber... Was soll ich zum jetzigen Zeitpunkt mit Bomben? Ups. Naja, hilft Arunia. War ein schönes Gespräch. Ja, Entschuldigung, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass er vielleicht allergisch auf den B-Knopf reagiert und dann in einem Fort alles wegsabbelt und, ne, naja. Kann passieren. Anyway, der Pfeiler steht und mit dem Pfeiler steht der Weg hier rüber. Und auch wenn diese eine Truhe da fehlt, die ist halt relevant für das Spiel als solches. Also, Bosskampfzeit. Zeit für ein Duell. Also das ist ja schon beeindruckend, ne? Ein Bosskampf in einem Vulkan hat halt schon so ein richtiges Feeling. Subterrana, Lava, Drachoid, Volphagia. Ja, sieht immer noch hübsch aus. Und ja, was das Spiel von uns will, ist... Also man könnte auch meinen Hau den Luca spielen, ne? Wäre theoretisch auch irgendwie richtig, aber... Weiß gar nicht, ob das tatsächlich Schaden macht. Wenn man ein Schadensgeräusch hört. Gleichzeitig hört man das Plingen von Rüstung. Aber ja, das war so quasi der erste Drachenkampf, den, oder? Ich gerade überlegen. Ja, doch. Könnte man gelten lassen. Ja. Auf jeden Fall. Au. Bringt er mich am Ende meine Milch zu trinken? Gar nicht. Aber dann hätte ich wenigstens die Flasche frei für das, was ich noch anderweitig machen muss. Also, erstmal eine Milch. Die wir seit unserer Kindheit haben, wenn ich richtig drüber nachdenke, ne? Dürfte schon sehr schlecht sein. Ah, wenn wir schon dabei sind. Gute alte Milch. Pfeil aber auch so komplett durch alles gehen, außer Kopf halt, ne? Boah, abgefahren.
Und das war's. Milch komplett umsonst getrunken, aber... Auch für die Nebenaufgabe mit diesem Geisterheini eh leere Flaschen, also insofern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Eigentlich auch ein ziemlich ekelhafter Tod, ne? Das ist ein Vulkandrache, der bei lebendigem Leib da gerade verbrannt ist, bis auf die Knochen runter. Auch das Lava-Loch, na gut. Verbrennen dir nicht die Füße. Aber ja. Abgesehen davon, eigentlich ein ziemlich, meiner Meinung nach, leider sehr, sehr langweiliger Kampf irgendwie. Auch wenn ich die Kulisse mag. Und das da ist auch ziemlich cool. Ja, da hat man richtig zumindest das Gefühl, ja, wir waren im Vulkan drin. Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Was sich als würdiger Streiter erwiesen, habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Also, ich will ihm wirklich nicht die Freude verderben, ne? Aber ich mochte sein Gesicht mehr, als er aggro war. Ist halt, muss ich einfach mal jetzt, ne? Muss ich mal so sagen. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Wenn eine Sache es schafft, Männer in Freundschaft zu vereinen, dann ist es Gewalt. Sei es Gewalt gegen einen Drachen, sei es Gewalt gegen einen Drachen, sei es Gewalt gegenüber von Bösewichten oder gegeneinander. Ah, Gewalt ist erstaunlicherweise die Lösung. Vielleicht sollte ich auch eher sagen, es ist der Anfang des Problems und die Lösung. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Aha. Was hast du so Schönes? Nichts Sinnvolles? Cool. Wir alle lieben unsere Deku... Händler. Pfeile, 30 Stück, 70 Rubine. Wow. Und 5 Stück, 40 Rubine. Meine Fresse, nein. Das ist wild. Ich meine, ja, wenn man ich sag mal gerade, Zeug braucht, kann man argumentieren, kann man machen. Aber eigentlich nein. Ich glaube, da hat es gerade geklopft. Ich habe mich nicht verhört, es war meine Tür. Das höre ich, obwohl ich hier Felsen spalte mit meinem Hammer.
der Gerechtigkeit oder so ähnlich. Aber es lohnt sich auch, denn hier haben wir eine weitere Fee. Ups. Das kann ich mir übrigens merken, weil es einfach angeordnet ist wie das Triforce. Das ist so links oben rechts, fertig. Kein Thema. Alles andere immer noch so ein bisschen, muss ich überlegen, aber das geht. Ah, jetzt hätte ich mittlerweile auch das, nein, egal. Hätte schon das Bild reinmachen können, aber passt schon, passt schon. Hallo, mein süßer Kommi. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Ich wurde bereit geboren. Mehr magische Kraft. Die wird zugegeben, nicht oft benutzen, aber wenn, dann ist das Oho und so. Aber jetzt nicht, jetzt ist es weniger Oho. Deine magische Kraft wurde erhöht. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Immer noch diese Frage, die sich mir in meinem Kopf immer wieder aufdrängt. Was haben die sich mit diesen Feen quasi in jedem Spiel davon mal ab gedacht? Was zum Henker ist los mit dir? Aber okay. Abgesehen davon. Ich mich ja nicht so komplett beschweren. Hier zu meiner Rechten wäre jetzt der Eingang, den wir als Junge nehmen konnten. Ne? Wir konnten ja den Berg theoretisch hochklettern. Wir hatten nur nichts davon. So in gewisser Weise. Ah, mehr Bomben. Cool. Das wird ja hier richtig. Jetzt haltet euch fest, ne? Jetzt kommt der Witz schlechthin. Bombig. Ah. Ja, der musste raus. Der hat zu viel Platz in meinem Hirn beansprucht. Der musste raus. Ah. Falsche Wände soll das Ding einschlagen können, aber das hier nicht. Ist okay. War doch so viel. Ein ganzer Stein der Wahrheit. Ist ja auch bombig. Also, nein. So. Sammle noch zwei, du bekommst eins zurück. Ein sehr schlechtes Angebot, wenn man so drüber nachdenkt. Tausche 4-1, bekomme eins. Naja, dann wiederum. Naja. Kann mit leben. Wir haben überlegen, was am meisten Sinn machen würde für uns heute noch. Also wir könnten nach Goronia zurück. Da müssten jetzt die ganzen Goronen wieder sein. Das heißt, wir hätten zum Beispiel Zugriff auf den Shop. Das ist ja schon mal etwas, ne? Gutarunia kommt nicht mehr zurück. Der chillt jetzt in der Halle der Weisen. Da ist aber auch kühler zugegeben. Also da beneide ich ihn ja schon so ein bisschen drum. Einfach, weil es kühler ist. Tja. Willkommen. Ich meine, man kann sich hier mal die Preise vergleichen. Also es ist halt schon, dass Bomben teuer sind, aber der wollte mir 5 Stück für 40 verkaufen, war es, glaube ich. Also schon in gewisser Weise doch arg dreist. Ja, machen wir nicht mit bei sowas. Aber die ganzen Goronen chillen jetzt hier wiederum, alles gut. Wo
Obwohl ich mal das Gefühl habe, will ja jetzt hier nicht sei der Rassismus verstehen, aber die Goronen sind irgendwie immer so, weiß ich nicht, das kommt immer so irrelevant drüber. Die existieren halt. Ups. Obwohl man auch sagen könnte, ja, die existieren und das reicht und das ist gut so, ja, auch theoretisch schon. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Kommt mir das nach wie vor merkwürdig vor. Ich glaube übrigens, das jetzt wäre ihr Essenslager, ne? Was quasi heißt, ich mach gerade ihr Essen kaputt. Aber müssen sie durch. Denn 200 Rubine sind gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, den Rest haben wir tatsächlich ohne Probleme damals als Kind gemacht. Das sieht gut aus. Also insofern alles gut, alles töpfte. Kann man hier auch wieder rausgehen? Was möchtest du? Spürst du, dass ein eisiger Wind weht von Zora-Fluss herüber? Ja, ja. Ja. Was soll ich sagen? Ja. Das ist erstaunlicherweise unsere nächste Location, wobei der Zora-Fluss Fluss als solches, ich fast schon wieder sagen, ist irgendwie irrelevant. Die mir richtig wichtig ist, der Hylia-See. War das hier nicht? Doch mal, eigentlich war ein Loch. Naja, egal. Nächster Schritt für uns ist jetzt also, ja, eigentlich der Fluss, aber wir könnten einen Ausritt auf die Long Long Farm wagen. Das wäre gar nicht verkehrt, denke ich. Zumindest gibt es da auch was zu tun, also. Und das wiederum würde dann mehr aufschließen. Also, ja, wir haben langsam wieder mehr Freiheiten. Wobei, wir haben immer Freiheiten gehabt, so ist ja nicht. Ich denke, das ist ein Plan. Ich werde euch zeigen, deswegen bleibe ich hier noch dran, ich werde euch zeigen, was sich auf der London Farm verändert hat. Sonst hätte ich den Part auch hier schon beenden können, aber ich denke, das ist ganz interessant. Also, dass es irgendwo noch ein Baum geben müsste, der, also ich glaube, das ist der da hinten, nicht der hier. Könnte aber der hier gewesen sein. Wo eine Höhle drunter ist. Könnte der hier gewesen sein. Ja, das habe ich verdient. Das war übrigens nicht der Knopf, den ich drücken wollte. Aber, naja, war tot, ist es tot, nicht wahr? Ah, wieso wohl? Oh. So. Und 35. Habe ich mein Programm nicht richtig gestartet? Ich habe mein Programm nicht ganz richtig gestartet. 35! So, geht doch. Wir nähern uns, wir nähern uns. Obwohl, also so aus einer rein
spielerischen Sicht, wo ich noch sagen würde, es macht unbedingt Sinn, sich Sachen anzueignen, beziehungsweise Skulpturas zu jagen, würde ich halt, ich ganz, ganz persönlich sagen, bei 50 Skulpturas reicht das eigentlich dann auch wieder. Danach lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Aber das wird wahrscheinlich jeder anders sehen. Ne? Es hat nur bei 50 Skulpturas erwartet uns nochmal eine Belohnung, die ich gut finde. Und dann geht es von 50 auf die letzten 100 hoch. Oh wow, ganze 5 Rubine. Und dieser letzte Preis, der lohnt sich halt nicht. So überhaupt nicht. Gar nichts. Zumindest wenn man mich fragen würde. Und ja. Naja, wäre rein theoretisch halt meine Empfehlung, wenn es darum geht, Sachen zu sammeln. Sammelt die 50 Skulpturas, aber nicht die 100. Es sei denn, ihr wollt 100% im Spiel haben, das ist halt was anderes, ist klar. Dann brauche ich aber auch nicht sagen, was man sammeln sollte und was nicht. Nur eben, wenn ihr das Spiel casual spielen wollt, ignoriert die 100. Das macht keinen Sinn. Kann man die Sonne sehen? Nicht wirklich, ne? Wir brauchen jedenfalls für das, was kommt, die Sonne. Was ich gerade probiert habe, ist mit dem Stick eine flüssige Bewegung zu machen, aber das gefiel dem Spiel nicht so wirklich. Ist also auch etwas, was ich nicht empfehlen kann, nur dass da halt nicht wirklich was passiert. Also es ist die London Farm, aber unter Waluigis Führung. Weird. Gocke die Gock. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal wird Kommi durch das Land von Hyrule ziehen, um das Böse zu vernichten. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und schaut euch die ganzen anderen Videos an. Großer Dank an meine Patreons. Bis zum nächsten Mal.